Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder die Zeit für euch, die neuen und weiteren Clears zu testen. Das heißt Isolate, More Clear, Clearway, wie auch immer sie heißen. Heute machen wir drei Stück und zwar zwei von ESN, einmal von More. Von euch kam ja das Feedback, dass ihr das gerne, dass ihr gerne die Produkte von More getestet haben möchtet. Und das haben wir ja die letzten Videos eigentlich schon gemacht, aber bauen sie jetzt auch noch ein bisschen mit ein. Schreibt auf jeden Fall jetzt schon in die Kommentare, welche Produkte wir noch für euch testen sollen, vor allem welche ISO-Clears. Ich weiß, dass die Videos immer mit am besten ankommen und da gibt es ja so viele Marken, die noch solche Clear-Protein-Limos auf Markt haben. Also es ist ja nicht nur ESN, More und MyProtein, sondern viel, viel mehr. Also sagt auf jeden Fall Bescheid, welche Marken euch noch vielleicht interessieren würden. Und jetzt starten wir mal. Ich habe schon erwähnt, heute haben wir drei Stück. Und zwar, die sind schon offen, weil ich schon eben alle zubereitet habe, damit es hier ein bisschen einfacher geht. Auf jeden Fall haben wir hier einmal ISOClear von ESN. Cola Orange, bin ich sehr gespannt. Mhm. Wir haben einmal More Multivitamin und wir haben nochmal ein ISOClear von ESN Green Tea Honey. Ja, und das darf ich mit dir testen. Ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen im heutigen Video. Und dann würde ich sagen, dann starten wir gleich mal. Dann kann ich ja hier gleich auch die Moderation übernehmen. Wir werden für euch natürlich den Geschmack testen, die Nährwerte, wie ihr es wahrscheinlich von den anderen Videos mit Clears kennt, die sind fast immer identisch. Auch hier in dem Fall haben wir bei ESN fast identische Werte. Das ist Proportion für 30 Gramm, also so eine Probe, so ein Probepäckchen hier, sind es 104 Kalorien und unter 0,5 Gramm Zucker. 0,5 bis 1 Gramm Kohlenhydrate und 24 bis 25 Gramm Eiweiß. Das ist auch eigentlich so die grobe Richtung, wo sich die ganzen Firmen und Marken bewegen, was Clears angeht. Bei More haben wir genauso 105 Kalorien, 25 Gramm Eiweiß, kein Zucker, keine Kohlenhydrate. Bei More hier ist aber ein Zusatz quasi, weil die heißen ja jetzt Clear Glow Peptides, weil hier auch noch die Kollagenpeptide und noch irgendwas mit hinzugefügt wurde, dass man sich halt mit dem MoClear auch noch die anderen Sachen reinzieht. Hier steht schon Kollagen, Hyaluronik, irgendwas, Vitamin C. Also hier ist bisher nochmal mehr Pep drin und ich weiß bei ESN, die haben die Kollagene und die Peptide, Peptides, haben sie auch noch zusätzlich, was man sich dazu holen kann. Aber nochmal kurz zum Preis und dann beginnen wir auch mit dem Geschmackstest. Die Probe bei ESN kostet 2,90 Euro. Ihr habt hier quasi eine Portion. Wie wir aber schon in den letzten Videos erwähnt haben, die sind super, super süß. Also für mich sind das dann immer zwei Portionen oder halt statt 500 Milliliter über 1 Liter trinken. Also 2,90, bei More sind es 3,95, genau das gleiche Prinzip. Ich finde die alle immer viel zu süß und bereite dann immer die Hälfte mit ungefähr 300 bis 350 Millilitern. Und ja, die große Dose kostet bei ESN 49,90, sind 30 Portionen und bei More sind es 20 Portionen für 32,95. Alles ohne Rabattcodes, alles ohne Kooperationen. Wir haben die Sachen selbst bezahlt. Also starten wir jetzt einfach und wir starten mit dem Geschmack, den ich einfach jetzt schon nicht mehr riechen kann, weil ich, wie erwähnt, heute mal alles vorbereitet habe. Und das ist Honig. Ich kann es nicht riechen. Das riecht komplett nach Honig. Ich mag keinen Honig. Und ich hätte nicht gedacht, als ich die Sachen bestellt habe, dass es so krass sein wird. Ich stelle schon mal das Wasser hier offen hin. Habe ich schon. Hast du schon? Okay. Ja. Irgendwas zum Nachsnacken? Ganz viel Spaß. Boah, nicht riechen an. Komplett nach Honig. So. Runter damit, ne? Nicht die erwartete Reaktion. Ich muss gleich kotzen. Irgendwie was von Eistee, ne? Ja, es riecht komplett nach Honig, aber man schmeckt Honig nicht so krass raus. Mhm. Aber doch schon im Nachgeschmack viel zu viel. Aber nicht so schlimm.
Nee. Ja, im ersten Moment, beim ersten Schluck kannst du noch nicht viel was sagen. Mhm. Was aber ganz gut ist, weil das heißt, dass man ja Honig nicht richtig rausschmeckt. Ja. Wie gesagt, hat was von Eistee, ist ja auch Green Tea irgendwie. Also der grüne Tee kann ja auch sein, das ist ja ein bisschen milder und riecht nicht gut in meinen Augen, weil ich keinen Honig mag. Alle, die Honig mögen, es riecht sehr honigintensiv. Ja. Schmeckt aber nicht so. Kriegt von mir als neutrale Person, die doch eher keinen Honig mag, es ist nicht schlecht. Ja. Ich würde es mir niemals kaufen und werde ich auch nicht austrinken. Aber schmeckt nicht schlecht. 2,5. Ach, eigentlich hat es 3 verdient. Ich mach 3. Es hat 3 verdient? Okay. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ja, stimmt. Und wenn man Honig mag, dann feiert man das. Ja, stimmt. Ja, ich persönlich, also persönliche Meinung ist auch nicht ganz mein Fall. Ja, deshalb würde ich eher die 2,5 geben, weil ich würde es mir halt nicht privat holen, ich würde es halt nicht trinken. Ja, ist halt nicht ganz mein Fall. Kommen wir jetzt zu einem, den ich echt interessant finde, hoffentlich. Finde ich schade, dass man Cola Orange nicht mit Sprudel machen kann. Oh, stimmt. Ich glaube, wenn man die mit Sprudel anmischt, dann schäumt das über. Man könnte ein bisschen Kohlensäure hinzufügen, aber es wird ja nicht viel mit zum Mix schmecken. Das stimmt wohl, ja. Riecht es komplett riecht schon stark danach. Ne? Ja. Ja, bin sehr gespannt, aber wie gesagt, die fehlende Kohlensäure kann natürlich... Sieht auch halt komplett aus wie Cola. Mit zum Mix, ja. Mhm. Ja, cheers, bin gespannt. Ja, so ein bisschen so abgestanden nämlich zum Mix, ne? Mhm. Zweiter ist aber schon, doch schon ganz cool eigentlich. Oh, ESL macht echt geile Clears. Mhm. Ich glaube, in den letzten Videos hatten wir immer mal wieder irgendwo mal eins von ESL und die machen echt geile Clears. Das ist Cola Orange ohne Kohlensäure. Dass man nicht, ja, dass man nicht so dieses Hallo, abgestanden. Mhm. Der erste ja, aber dann ist man halt drin, ne? Das schmeckt echt gut. Ja, bin sehr positiv überrascht. Das ist ja richtig lecker. Ja. Bitte, vergiss die Sirups. Krass. Das schmeckt sogar besser. Wir haben ein Video online, wir haben die More Sirups getestet. Mhm. Da haben wir auch Cola Orange. Und wir haben die auch mit Sprudel und mit stillem Wasser getestet. Und das schmeckt besser als im stillen Wasser Sirup. Tatsächlich. Ja, also, fünf Punkte. Ja. Ich auch. Dafür, dass es so ein Clear ist. Save 5 Punkte. Geil. Ja. Es schmeckt richtig geil. Ja. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Überraschung des Tages, ja. Habe ich auch wieder als Gag gekauft. Mhm. Sowas wie Mojito bei dem irgendeinem hatte ich ja auch gekauft. Ja. Und war auch schon perform am besten. Ja. Das ist der Wahnsinn. Von was wieder Cola Orange. Ja. Krass. Richtig lecker. Was soll da jetzt noch kommen und das schlagen? Monotrition? Multivitamin oder was war das? Mhm. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Aber als Moderator würde ich dann sagen, runter damit. Sieht aus wie ein Multivitaminsaft. Ja. Runter damit. Ja. Und das andere war auch nicht so süß, ne? Nee. Aber wie gesagt, ich habe ja gezählt, wie ich es vermische. Doch geil, ne? Mhm. Das ist auch richtig geil. Also ich kann jetzt schon sagen, ich gebe 5 Punkte wieder. Richtig lecker. Auch besser als Sirup. Mhm. Weil man dieses Künstliche nicht hat. Scheiß, ja? Man hat bei den Sirups immer wieder so einen künstlichen Nachgeschmack oder irgendwie so ein, so ein irgendwas auf der Zunge. Aber hat man bei den Clears nicht. Ja. Die sind echt und gut. Hier denkst du echt frische Orange rein und frische... Einfach Multivitaminsaft. Ja. Alles frisch gepresst. Alles, also so schmeckt es wirklich. Krass. Also die heutige Folge überrascht mich sehr. Muss ich sagen. Weil du auch nicht so der Clear-Fan bist. Nee. Absolut nicht eigentlich, aber ich bin komplett vom Hocker gehauen, wie man so schön sagt. Man denkt so, man trinkt so einen Saft. Ja, krass. Von mir auch 5 Punkte. Kann sich immer das Restaurant bestellen, so als Beilage. So, ja. Wenig Kalorien, gute Nährwerte, würde ich jetzt nicht täglich trinken, ne? Das ist nochmal am Rande, aber 5 Punkte. Habe ich auch gesagt, klarer Fall von 5 Punkten, mega lecker. Heftig. Echt heftig. Ja, muss man wirklich sagen. Also schmeckt richtig gut. Ja. Wir haben dementsprechend von den 3, ich habe gesagt, lass uns doch mal dieses Mal nur 3 Clear testen, weil wir beim letzten Mal halt irgendwie immer 4 oder 5 gemacht haben und da konnte man sich so schwer entscheiden. Jetzt haben wir 3 und 2 davon sind 5 Das ist eine krasse Quote, ja.
Also das hatten wir auch noch nie. Nee. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemals so direkt gleich ein Fünfer kam. Mhm. Und wir haben jetzt echt, naja. Auf jeden Fall haben wir dementsprechend zwei Gewinner und zwei Clears, die wir euch auch wirklich empfehlen können. Also Multivitamin, Bombe, auch nicht zu süß. Aber wie gesagt, ich mache da immer ein bisschen mehr Wasser und mehr Wasser, allgemein mehr Wasser als Pulver. Bei Pulver könnt ihr immer gucken, wie viel Proteine wollt ihr noch aufnehmen oder wie auch immer. Und dementsprechend dann immer wieder verdünnen mit Wasser. Ist ja einfach so. Aber ich könnte euch beide komplett mit gutem Gewissen empfehlen. Colorange und Multivitamin. Mhm. Top. Also wenn, ja, also ich würde immer dazu tendieren, erstmal die Probe zu bestellen und dann das große Paket, aber bei den beiden macht ihr wirklich nichts falsch. Mhm. Also wirklich, die schmecken komplett top. Ja. Und an der Stelle natürlich muss auch gesagt werden, dass das nicht etwas ist, wie in den letzten Videos wir bereits schon erwähnt haben, nicht etwas ist, wo wir sagen, okay, muss man jeden Tag trinken und irgendwie Mahlzeiten damit ersetzen, auf gar keinen Fall. Aber eine tolle Unterstützung, gerade wenn ihr vielleicht einen Tag habt, wo ihr nicht so viele Proteine aufgenommen habt und das nochmal ein bisschen aufpimpen wollt oder wenn es einfach, keine Ahnung, mit dem Training und so weiter alles irgendwie gut zusammenspielt, dann kann man sich alle paar Tage so ein Shake, weil das immer noch quasi in die Richtung Proteinshake gehört, kann man sich sowas gönnen, ganz, ganz klar. Es ist nicht verboten, es ist nicht böse, aber es ist jetzt nicht etwas, was man jeden Tag irgendwie mehrfach am Tag trinken sollte über einen längeren Zeitraum. Ganz klare Meinung, klares Statement. Und wenn ihr noch mehr an Tipps und Tricks zum Abnehmen haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall in unserer Facebook-Gruppe oder auf unserem Instagram-Account vorbei, gdn.fitness. Ich werde euch beide Sachen unten verlinken und natürlich auch noch auf meinem Instagram-Account bei howgabylives. Da geht ja auch ordentlich schon was ab. Also schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei. Wir würden uns freuen. Und ja, hast du noch was zu sagen? Alles gesagt, wunderbar gemacht. Ach, ich mach das aber auch mal, dass du nichts zu sagen hast, ne? Ja, das ist nicht nur in den Videos so. Dann hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, hinterlasst uns einen Kommentar und schreibt, ob ihr die schon probiert habt, die Clears, und ob ihr vielleicht anderer Meinung seid als wir. Und auf jeden Fall, welche Produkte wir noch für euch testen sollen. Wir werden darauf sicherlich eingehen. Und ansonsten natürlich ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren, damit wir uns nächsten Sonntag um 15 Uhr nicht verpassen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.